GFL TV in der Offseason. Unsere Themen: Kiel im Umbruch, die Neuzugänge der Liga, Marburg ohne Joe Sturdivant. Aber dafür die Mercenaries mit einem neuen Receiver. Troy Tomlin im Gespräch. News, Interviews und noch viel mehr jetzt hier bei GFL TV. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur zweiten Off-Season-Ausgabe von GFL TV. Wir melden uns also nochmal, um ja über die beste deutsche Football-Liga zu berichten, mit News, mit Interviews. Was gibt's Neues in der GFL? Und dafür begrüße ich, wie beim letzten Mal, wieder bei uns im Studio Nicolas Martin. Hallo Nicolas. Hallo Andreas, hallo liebe Zuschauer. Ja, jetzt ist die NFL-Saison vorbei. Die Football-Fans können sich mit Tunnelblick auf die German Football League konzentrieren, die ja dann ein paar Monate losgeht. Wie ist es bei dir? Kribbelt es schon ein bisschen? Ja, jetzt geht die echte Offseason los. Jetzt mal gar kein Football, weder auf den Plätzen noch im Fernsehen. Jetzt ist es wirklich der Teil, wo man sich ein bisschen durchbeißen muss. Aber jetzt kommen ja auch die ganzen News von den Vereinen. Das heißt, man kann sich schon mal freuen. Und zweifelsfrei gibt es immer noch französische Liga und einige Ligen, die jetzt schon laufen und ihre Spiele übertragen. Also ganz ohne Football muss man ja nicht auskommen. Ja, man kann sich also behelfen, wenn man ganz verzweifelt ist. Aber ja, die letzten Personalentscheidungen fallen so langsam. Wir haben uns also in der Liga mal umgehört und mit diversen Protagonisten geredet und los geht es mit dem deutschen Vizemeister, mit den Kiel Baltic Hurricanes. Da stand uns Patrick Esume, der Head Coach, Rede und Antwort, und der hatte ja nach dem verlorenen German Bowl in Berlin angekündigt, sich der Problemzone Secondary persönlich anzunehmen. Nun gibt es mit Florian Daneel einen neuen Coach für die Secondary, mit Lenny Green einen sehr bekannten neuen Spieler für die Secondary, und wir wollten von Patrick Esume wissen, ist das jetzt schon abschließend behandelt, das Thema Secondary, die Problemzone der Kiel Baltic Hurricanes? Nee, ausschöpfend bearbeitet ist es natürlich nicht. Neuer Coach und ein guter Spieler macht noch nicht das aus, was wir brauchen für 2013. Ich habe ja gesagt, nach dem German Bowl, ich nehme mich der Sache selbst an. Insofern wird das auch passieren. Ich werde das Backfield coachen. Florian Dané wird mich dabei unterstützen. Und wir werden natürlich ja auch noch einen exzellenten Import Safety in das Ganze integrieren, in die jetzige Backfield-Situation. Darüber hinaus kommen ja auch noch der ein oder andere gute Spieler dazu. Nico Göhner kommt von den Stuttgart Scorpions zu uns. Und Henrik Uschlock ist auch noch ein Zugang aus Hamburg, ein talentierter junger Spieler. Insofern bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass, wenn ich dann mich auch auf die Defensive Backs fokussiere, dass wir da besseren Output haben. Der verlorene German Bowl, inwieweit wirkt diese Niederlage noch nach bei euch? Das Spiel als solches gar nicht mehr, das ist abgehakt, auch wenn es natürlich eine harte Niederlage war. Aber ansonsten, die Nachwirkung ist eigentlich nur noch insofern zu spüren, als dass jetzt im Training, Off-Season-Training, ist wieder Aufbruchstimmung. Man hat daraus Stärke gewonnen, was natürlich auch wichtig ist. Und der Fokus liegt jetzt ganz klar, dahin wieder zurückzukommen und wieder in den German Bowl zu kommen. Also das ist eigentlich die einzige Nachwirkung von diesem Spiel. Das Team befindet sich im Umbruch und hat auch einige namhafte Abgänge jetzt zu verzeichnen. Was sind die Gründe für diesen Umbruch oder was genau passiert? Also nach drei sehr erfolgreichen Jahren hier in Kiel ist es nur natürlich, dass der ein oder andere aus privaten Gründen auch mal aufhört. Sei es Studium, beruflich, wie bei Chris Rieck, der jetzt Vater geworden ist und auch, sag ich mal, aus Altersgründen aufhört. Das passiert einfach mal. Und dann ist es Zeit für eine neue Generation, den Schritt nach vorne zu machen und sozusagen den Canes ein neues Gesicht zu geben. Wir haben natürlich mit den beiden Dorndorfs und Benny Mauer mit drei sehr gute Receiver verloren, aber die werden wir auch ersetzen können. Aber das ist natürlich schon ein großer Verlust. Und so einer wie Nick Wieland, der aus beruflichen Gründen in Hamburg bleibt, ist natürlich auch ein Verlust. Aber da müssen jetzt junge Spieler, die wir glücklicherweise haben, jetzt den Schritt nach vorne machen. Aber das ist im Football nur natürlich auch. Ob es NFL oder GFL ist, macht da, glaube ich, keinen Unterschied. Du hast vor ein paar Jahren, als du hier angefangen hast, davon gesprochen, in Kiel ein umfassendes Programm auf den Weg bringen zu wollen. Wie weit bist du da deiner Meinung nach jetzt auf diesem Weg? Ja, wie weit bin ich auf dem Weg? Also wir sind auf jeden Fall noch auf dem Weg, auf dem richtigen auch. Wir arbeiten sehr eng mit dem Jugendprogramm zusammen und auch natürlich mit den Coaches aus der zweiten Herren.
Aber wir sind, wie gesagt, noch auf dem Weg. Und der Weg ist auch noch ganz schön lang. Aber es fängt jetzt an, dass aus der B-Jugend exzellente Spieler in die A-Jugend kommen. Aus der A-Jugend kommen jetzt langsam ein oder zwei Bundesliga-taugliche Spieler. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Und da herrscht jetzt auch in den letzten Jahren Konstanz. Und ich glaube, dass für die Zukunft da noch der ein oder andere exzellente Spieler rauskommen wird. Zwei Spieler aus unserer Jugend spielen jetzt Highschool-Football. Das spricht ja auch für dieses Programm. Und aus der zweiten Herren sind jetzt zwei Spieler zu uns in die erste Herren gestoßen, die, glaube ich, eine rosige Zukunft in der GFL haben. Einmal Jonas Brix und André Servent. Insofern bin ich da recht zuversichtlich, was die Zusammenarbeit zwischen allen Teams von B-Jugend bis erste Herren betrifft, dass es da fruchtbar weitergeht. Zum Thema Neuzugänge. Lachlan Gilbert ist jetzt an Bord. Lenny Green ist wieder zurückgekommen. Was ist da noch geplant? Also geplant ist auf jeden Fall ein Safety, das habe ich ja schon angesprochen, der dazu stoßen wird und das Backfield unterstützen wird. Was die Importsituation in der Offense betrifft, natürlich wieder ein Quarterback. Jeff wird uns ja leider nicht zur Verfügung stehen, ist natürlich ein großer Verlust, aber der neue Quarterback, der zu uns stößt, Matt Johnson von Bethune-Cookman, ist ein exzellenter Werfer und ein exzellenter Läufer. Auf den freue ich mich schon sehr, weil der unsere Offense natürlich sehr bereichern wird. Glaube ich, uns nochmal einen anderen Stil geben wird aufgrund seiner Spielanlage. Wir werden noch einen exzellenten Running Back haben, der Trevor Deed ersetzt und einen Receiver, der zu uns stößt, einen Linebacker auch noch. Insofern ist da noch einiges geplant, was an deutschen Spielern noch zu uns stößt. Da ist Alexander Ratzko, der aus Lübeck zurückgekommen ist zu uns, und Sidney Boake, der ist aus Ritterhude wieder zurück zu uns gekommen. Da sind viele Rückkehrer dabei, die, sag ich mal, den Weg wieder zu uns finden. Timo Zorn aus Lübeck. Also da passiert noch das ein oder andere. Ein bereits verkündeter Zugang ist der Receiver Marcia Williamson, der eine deutsche Mutter hat. Hat er auch einen deutschen Pass? Und was ist er für ein Spielertyp? Marcial hat tatsächlich einen deutschen Pass. Er ist ja auch hier in Deutschland im deutschen Krankenhaus geboren worden. Insofern ist er ganz normaler Deutscher, wie wir auch. Ist irgendwann früh in seiner Jugend dann nach Amerika zurückgegangen, weil sein Vater mit dem Militär hier war und hat da Highschool und College gespielt. Und das ist für uns natürlich ein riesen Glücksgriff, weil er ein Deutscher ist, aber College-Erfahrung hat. Und er ist ein extrem und exzellenter, smarter Spieler, guter Passroutenläufer und hat exzellente Hände. Und es passt auch charakterlich in diese Mannschaft. Also das ist auf jeden Fall eine Bereicherung für uns. Ja, das Interview führte Bettina Büll für uns. Vielen Dank, Bettina. Der Name des neuen Safeties, Nicola, ist inzwischen auch bekannt. Cedric Phibis, ein Holländer. Ich hoffe mal, ich spreche den Namen halbwegs richtig aus. 25 Jahre alt, war Starter bei den Boise State Broncos auf dem höchsten College-Football-Level. Das klingt schon mal relativ vielversprechend, aber Nicola, auch sehr viel Neues in Kiel. Wie gut kann man denn den deutschen Vizemeister anhand dieser vielen neuen Personalien eigentlich derzeit einschätzen? Also ich würde es auch gar nicht so sehr auf die Defense beschränken mit den Neuigkeiten. Also der entscheidende Punkt ist einfach die Offense sein. Wenn man so viel durchtauscht, wenn man den Quarterback tauscht, den Running Back, ein paar Receiver, selbst in der O-Line gab es ja Veränderungen. Also dementsprechend muss ich einfach alles neu einstellen und das dauert halt. Football ist Timing-Sport. Und dementsprechend ist es natürlich sehr kompliziert, da Rhythmus reinzubekommen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass die ersten beiden Spiele der Kieler gegen die Adler sind, ja, das kann spannend werden. Und dann hast du mal zwei Spiele und da kann alles passieren. Du gewinnst beide, du kannst auch beide verlieren und dann rennst du die ganze Saison dem Ganzen hinterher. Also ich glaube, die Änderungen sind das eine, aber das, was der Spielplan jetzt noch dazu gebracht hat, das macht es für die Kieler nochmal schwieriger. Und die Erwartung dann vermutlich, dass die Kieler am Ende der Saison deutlich besser sein werden als am Anfang, weil es eben einfach die Zeit braucht, bis sich das Team findet. Jetzt ganz klar, also die Kieler werden sich wahrscheinlich wirklich über die Saison steigern. Natürlich hängt es auch davon ab, verletzt sich irgendwer im Laufe der Saison, muss man vielleicht dieses Timing und so weiter alles neu aufbauen, weil sich jemand verletzt. Aber ganz klar, normalerweise müsste es langsam losgehen und dann zum Saisonende hin immer besser werden. Ja, und das mit der Passverteidigung, sollte es dann zum Duell gegen Schwäbisch Hall kommen, dann wird es sich wahrscheinlich erst da zeigen, ob sich irgendwas getan hat, weil so schlecht waren sie ja während der Saison letztes Jahr nicht. Ja. Also es wird auf jeden Fall spannend in Kiel und es ist deutlich mehr Ungewissheit mit dabei als in der Vergangenheit. Tja, dann nächstes Thema. Nicola, in Berlin gab es eine Coaching-Convention, da waren gerade die Cheftrainer der Nordteams zu Gast. Und wir haben dich dahin geschickt.
damit du für uns da ein paar Interviews machst. Aber erzähl uns mal ganz kurz von dieser Coaching Convention. Wer war da und um was für Themen ging es da? Organisiert vom Football- und Schiedsrichterverband Berlin-Brandenburg. Vanja Müller war da so ein bisschen der Koordinator und der hat auch wirklich die Spieler, also die Coaches rangebracht, dass das Ganze eine qualitative Veranstaltung war. Sprich, es war zum Beispiel, ein Patrick Isume da hat über Offense gesprochen, Phil Hickey und auch zum Beispiel Kirk Heidelberg, der neue Offense-Coordinator bei den Rebels, aber auch Jeff Reinebold, der bei den Devils 2000 als Coach da war, aber natürlich danach auch in der NFL Europe aktiv war, zuletzt in Montreal bei den Alouettes in der CFL aktiv. Also insgesamt eine sehr interessante Veranstaltung. Ich habe selbst auch ein bisschen mitgenommen, einfach vom nur da sitzen und zuhören. Das ist einfach schön, weil die Coaches waren einfach viel entspannter als sonst. Also es war einfach relaxte Stimmung und man konnte Späßchen machen, einfach viel entspannter als während der Saison, wo, wenn wir ja Interviews führen, wie kriegen es am meisten mit, dass der eine oder andere dann doch angespannt ist. Das war gar nicht der Fall, das war einfach nur Spaß. Ja, hat ja auch keiner verloren, insofern musste keiner schlecht gelaunt sein. Ja, also Nicola war dort für uns, um Interviews zu machen und hat alles vor das Mikro gezerrt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Zum Beispiel den Schirmherrn der Veranstaltung, Vanja Müller, den Head Coach der Berlin Adler. Das Interview schauen wir uns jetzt mal an und wir wollten von Vanja Müller natürlich auch mal ein bisschen wissen. Es war ja seine erste Saison als GFL-Head Coach. Wie ist er denn mit ein bisschen Abstand zufrieden mit dem, was die Adler letzte Saison geleistet haben? Im Prinzip genauso, wie es vor einigen Monaten ausgefallen ist. Es war für die Adler ein Umbruchsjahr. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben, wie gesagt, mehrere Hürden nehmen müssen im Laufe der Saison, haben das, glaube ich, für die Voraussetzungen sehr, sehr gut gemeistert. Viele haben nicht damit gerechnet, dass wir es überhaupt so weit schaffen. Der Trainerstab war sich sicher, dass wir es können, wenn wir gesund bleiben und bestimmte Sachen auch erreichen. Und da haben wir alle zusammengearbeitet, denke ich, einen sehr, sehr guten Job gemacht und bin da doch eigentlich sehr zufrieden mit dem letzten Jahr, auch wenn natürlich mit dem Finale zu Hause man den letzten Schritt auch gerne noch gemacht hätte. Aber wie gesagt, man hat gesehen, wie stark Schwäbisch Hall auch im letzten Jahr wieder gewesen ist. Und ich denke, das ist nicht schön, aber da braucht man sich nicht verstecken, wenn man gegen den amtierenden deutschen Meister dann ausgeschieden ist. Dann kommen wir mal auf die Mannschaft zu sprechen. Vor ein paar Wochen haben die Grudge Giants bekannt gegeben, dass sie Alex Good als Quarterback verpflichten. Wir haben uns vor dem Halbfinale unterhalten. Da hatte ich dich zu Alex Good gefragt. Du hast mir gesagt, wenn ich eine Definition von Leader geben müsste, dann würde ich einfach die zwei Wörter Alex Good da reinschreiben. Die Trennung jetzt, ging das dann von ihm aus oder wolltet ihr nicht verlängern? Wie ist das zustande gekommen? Wir wussten ziemlich früh, dass Graz an Alex interessiert ist und dass die Entscheidung von Alex aus auch bezüglich Graz fallen würde, was nichts mit der sportlichen Situation zu tun hat, sondern es darum geht, dass Alex im Herbst in Amerika auch noch einige Sachen machen muss, um seinen endgültigen Abschluss an der Uni zu bekommen, um dann in Amerika auch als Coach arbeiten zu können. Denn das ist sein Plan. Und bei uns Saison einfach zu lang ist. Er im August zurück sein müsste, das ist mit der Saison in Österreich möglich und bei uns halt leider nicht. Und das war der Hauptgrund auch in Rücksprache mit Alex. Wir waren also regelmäßig im Kontakt und hat uns sehr früh schon gesagt, dass es wahrscheinlich so aussehen wird, dass er halt nicht zurückkommen kann wegen dieser zeitlichen Situation. Somit war das für uns keine Überraschung. Man ist nicht im Bösen auseinandergegangen. Ich glaube auch weniger, dass es eine Entscheidung gegen die Adler gewesen ist. Mit wie vielen Importspielern plant ihr im Augenblick und welche Position sollen das werden? Steht noch nicht genau fest. Also was feststeht, ist, dass Conrad Meadows zurückkommen wird, der uns im letzten Jahr sowohl offensiv, defensiv als auch in den Special Teams geholfen hat und sich damit auch tierisch ausgezeichnet hat, super in die Mannschaft gepasst hat. Deswegen war es natürlich unser Anliegen, beide Imports in der Offense zurückzuholen. Wie gesagt, mit Conrad ist uns das gelungen. Die anderen Positionen stehen noch nicht hundertprozentig fest, weil das bei den Adlern oder bei uns hauptsächlich auch darauf basiert, welchen grundlegenden Kader mit deutschen Spielern haben wir und wir eigentlich uns mit den Amerikanern verstärken wollen. Also es nicht darum geht, dass wir sagen, okay, es muss der und der Spieler her etc., sondern wir gucken jetzt bis Ende Januar sicherlich, welche Positionen wir wie besetzt haben bei den Adlern und gucken dann, wo wir uns verstärken müssen, um dann auf den Positionen halt noch zu schauen, ob es dort noch ein amerikanischer Import dann noch kommen wird. Gab es Veränderungen im Coaching-Staff?
Ja, es gab Veränderungen. Wir haben Alessio Warnstedt ist nach Swako gegangen, zu den Swako Raiders, was für ihn eine super Möglichkeit ist, auch sich fortzubilden. Also klar, sieht man mit einem Weinen und mit einem lächelnden Auge, weil zum einen natürlich er uns tierisch fehlen wird als Offensive Coordinator im kommenden Jahr. Aber es für ihn auch eine Riesenmöglichkeit ist, sich weiterzuentwickeln als Trainer unter Schuhen Vater, unter Lee Rowland. Und wie gesagt, er danach hoffentlich auch wieder in Berlin sein wird, nachdem dort die Saison beendet ist und ich alles daran legen werde, ihn dann auch wieder im Trainerstab bei uns zu haben, um halt von diesem Wissen auch zu profitieren. Wie sehen jetzt die nächsten Schritte in der Saisonvorbereitung bei den Adlern aus? Wann geht das richtig intensive Training los? Wann setzt ihr so ein Ziel? Sollen die Imports einfliegen? Wann wollt ihr mit Vorbereitungsspielen anfangen? Also wir werden... intensiv trainiert wird schon. Also wir sind seit November wieder am Hallentraining im konditionellen Bereich aktiv und werden jetzt im Februar, März das Training immer mehr in den footballtechnischen Teil umwandeln, Schritt für Schritt. Ab März, wenn die Witterungsbedingungen mitmachen, ist dann eigentlich der Plan auch wieder draußen zu trainieren, ins normale Footballtraining überzugehen, sodass wir im März und April dann einige Minicamps haben werden. Und im April sicherlich ein Vorbereitungsspiel, bevor es am Anfang Mai bei uns ja auch schon losgeht, weil wir durch den Euro Bowl ja auch wirklich andere Spiele immer noch nach vorne in die Ausweichtermine packen müssen, um einfach die ganzen Spiele auch in die paar Wochen, die dann wirklich da sind, alle reinzupacken. Und das wird wieder ein sehr hartes und langes Schedule für uns. Tja, soweit also Vanja Müller, der Head Coach der Berlin Adler. Nicola, die Adler waren letzte Saison eine der positiven Überraschungen. Was hast du für ein Gefühl dieses Jahr? Also eigentlich, dass sie auf dieser positiven Überraschung, die sie letztes Jahr waren, und sie waren eigentlich meine positive Überraschung im letzten Jahr, dass sie darauf aufbauen und auch ganz klar besser werden. Also Vanja hatte letztes Jahr so ein bisschen Probleme in der Vorbereitung, aus dem einfachen Grund, dass es kein Vorbereitungsspiel gab. Das Derby gegen die Rebels war das erste Spiel in der Saison. Und man musste einfach da ein bisschen improvisieren. Und so sah es dann aus. Und dann hatte man im Gegensatz zu Kiel diesem Jahr das Glück, dass halt vor allen Dingen in den ersten Wochen Gegner kamen, die auf den Plätzen 5 bis 8 endeten. Und da konnte man so langsam an Fahrt gewinnen. Und dieses Jahr hat er ja gesagt, man ist schon voll dabei und will sich mit deutschen Spielern verstärken. Also es klingt alles danach, dass mit den Berlin Adlern zu rechnen ist. Es ist mit ihnen jedes Jahr zu rechnen, aber dieses Jahr wahrscheinlich ganz besonders. Vor allen Dingen, weil das Finale ja auch zu Hause ist. Das ist nochmal zusätzliche Motivation. Ja, und bei den Adlern kann man sich ja auch immer darauf verlassen, dass die einen ziemlich großen, ziemlich guten Grundstock von deutschen Footballspielern haben, die schon mal eine gewisse Grundqualität mitbringen und dafür bürgen. Ja, aber dann gibt es natürlich auch noch den Stadtrivalen, die Berlin Rebels und ihr Headcoach Kim Kucci, der war auch bei der Coaching Convention und auch mit dem haben wir uns unterhalten. Die Rebels letztes Jahr als Aufsteiger haben sie die Playoffs knapp verpasst und wir wollten dann auch von Kim Kucci wissen, wie zufrieden war er eigentlich mit dieser Aufstiegssaison der Berlin Rebels? Ja, also auf jeden Fall ist das so, wie du sagst. Also der Klassenerhalt, das ist natürlich erstmal so das Mindeststandard, wo wir aber unsere Ziele einfach für uns ein bisschen höher gesteckt haben. Wir sind unterm Strich halt sehr, sehr zufrieden mit der Saison. Ich denke, dass das ein achtbares Ergebnis war für einen Aufsteiger, dass wir wirklich gegen jedes Team halt mitspielen konnten, auch gegen die Top-3-Teams halt wirklich allesamt wirklich nur mit wenig, wenn überhaupt mit mehr als einem Punkt verloren haben und am Ende der Saison halt wirklich ganz knapp die Playoffs verfehlt haben. Ich denke, dass das ein sehr solides Ergebnis für einen Aufsteiger ist und daran werden wir anknüpfen und weiter aufbauen. Nur, wenn man sich die Statistiken anschaut, in der Defense ganz weit vorne mit dabei. Ich glaube, beste Defense nach Punkten, zweitbeste nach erlaubten Yards. Wenn man sich die Offense-Statistiken anschaut, nicht ganz so begeisternd. War das auch mit ein Grund, warum man dann jetzt Kirk Heidelberg verpflichtet hat, oder wäre das so eine Geschichte, dass egal, wie die Offense jetzt gelaufen ist, wenn ein Kirk Heidelberg auf dem Markt ist, dann will man auf jeden Fall versuchen, sich seine Dienste zu sichern? Nein, also das eine hatte relativ wenig mit dem anderen zu tun, also was unser Recruiting angeht, also dort ist halt schon ganz klar, also Hauptaugenmerk sozusagen in der Offense gewesen, denn das war einfach so, dass wir natürlich alleine durch unser Spielermaterial und das Coaching halt einfach auch Vorteile hatten in der Defense.
Defense, die wir dann genutzt haben und die letzten Endes auch zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Ja, also gutes Coaching und gute Spieler sind halt einfach eine explosive Mischung und so sieht es halt in der Offense dann genauso aus. Wir sind halt einfach ein junges Team, also nicht nur frisch in der Liga, sondern auch einfach vom Alter relativ jung. Wir haben in der Offense halt eigentlich über gar keine Spieler verfügt, die wirklich GFL-Erfahrung hatten. Und da gilt es halt einfach ein bisschen draufzulegen. Und das mit Coach Heidelberg, zu denen sind wir so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, da haben so ein paar Zufälle zusammengespielt, worüber wir sehr, sehr glücklich sind, weil es natürlich also uns enorm verstärken wird in allen Bereichen des Spiels. Und da sind wir sehr, sehr glücklich drüber. Kirk Heidelberg ist ja auch derjenige, der Davis Outlaw vor ein paar Jahren nach Deutschland gebracht hat. Wie sieht es da aus bei den Spielern, bei den Imports? Steht da schon fest, ob zum Beispiel ein Davis Outlaw weiter für die Rabbits spielt? Also das steht in jedem Fall fest. Das hätte ich dir auch direkt nach der Saison schon beantworten können. Also Darius ist halt, benutzen wir mal so ein Wort wie Franchise-Spieler der Rebels. Also wirklich einer, auf den wir bauen und um den herum wir unser Team halt oder zumindest die Offense halt auch mit aufbauen. Wir sind auch relativ weit, was die anderen Imports angeht, aber dazu dann später mehr. Sollen es in der Anzahl dann genauso viele werden wie letztes Jahr oder tritt man da vielleicht ein bisschen kürzer? Wie sieht es da aus? Na gut, also wir rechnen ganz fest mit zwei Imports auf jeder Seite des Balles. Ja, wenn es die Möglichkeiten ergeben vom Budget und das liegt halt im Moment noch so ein bisschen an dem Engagement unserer Sponsoren. Andere Dinge sind halt einfach nicht so hundertprozentig abschätzbar. Da wird sicherlich nichts verpflichtet, was man am Ende nicht bezahlen kann. Und also durch die Verpflichtung von Kirk sind natürlich auch erstmal Gelder gebunden, die halt dann nicht anderweitig ausgegeben werden können. Das Saisonziel ist dann mindestens Platz 4, nehme ich an. Also wir werden wie letztes Jahr auch schon danach streben, in die Playoffs zu kommen. Ich denke, das sollte für jeden Sportler ein Ziel sein, nach oben zu kommen. Und um nach oben zu kommen, musst du, glaube ich, erstmal in die Playoffs. Und das werden wir versuchen zu erreichen. Tja, Kim Kucci will also mit den Berlin Rebels die Playoffs erreichen, Nicola. Wie realistisch ist diese Zielsetzung aus deiner Sicht? Ja, man muss sich einfach anschauen, wie knapp es letztes Jahr war. Ich meine, wir haben uns über die Rebels schon vor zwei Jahren unterhalten, weil sie abgestiegen sind, erstmal in die Relegation gekommen, zweimal einen Extrapunkt verschossen gegen Braunschweig und dann gegen Essen ein Unentschieden gespielt, was eigentlich total unnötig war an dem Tag. Dann verlierst du die Relegation um einen Punkt nach acht Quartern und steigst ab. So, das war schon mal knapp und dramatisch für die Rebels. Schaut man sich die Saison 2012 an, ist es genauso dramatisch. Die Rebels haben 7 Spiele verloren. 5 davon, unter anderem in Kiel in Dresden, die beiden gegen die Adler, gegen Braunschweig. Das waren insgesamt 12 Punkte Unterschied. Wenn man das aufaddiert, dazu noch ein Unentschieden, da weiß man, wie knapp das war. 2-3 Plays mehr, sie wären vielleicht in den Playoffs gewesen. Wenn man jetzt dazu nimmt, Kirk Heidelberg, neuer Coach, der ist besonders berüchtigt für seine Qualitäten als O-Line-Coach. Das heißt, das Laufspiel wird besser, der Quarterback bekommt mehr Zeit, dann sollte das Ziel in der Tat realistisch sein. Also Kirk Heidelberg ist aus deiner Sicht vielleicht 12 Punkte wert über die Saison gesehen. Ja, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, aber das könnte der kleine Unterschied sein, dass halt die ein, zwei Plays, die jetzt da gefehlt haben, dann stattfinden können. Ja. Nächstes Thema dann die New Yorker Lions aus Braunschweig, die ja auch die Playoffs verpasst haben. Wir haben reagiert, den neuen Head Coach verpflichtet, Troy Tomlin, den kennt man schon, der war schon mal da, hat aber zuletzt 8 Jahre in den USA gearbeitet und wir wollten dann von Troy Tomlin mal als allererstes wissen, wie es ihm eigentlich ergangen ist in den letzten 8 Jahren. Ich war bei Westminster College in Fulton, Missouri. Ich war die Offensive Coordinator da für die letzten 8 Jahre. Und ich habe das wirklich genossen. Das war eine schöne Stadt. Aber plötzlich hat die New Yorker Lions mich angerufen, ob ich Interesse hatte, hierher wiederzukommen. Und hatte ich. Und bin ich jetzt hier. Wie lange hat die Überlegung gedauert, bei den Lions zuzusagen? Ich meine, ich denke mal, ist es nicht einfach, mit kompletter Familie wieder hier rüber nach Deutschland zu ziehen? Ich meine, bei mir war das so, bei unserer Family, wir haben schon entschieden, dass durch die Sommerzeiten, dass wir wollen wieder nach Deutschland irgendwann umziehen. Und dann kommt dieses Angebot und dann, es war vielleicht einen Tag, haben wir das oben noch gedacht oder so und dann aber trotzdem wieder bei den Lions wieder zu sein, das freut mich, das war ein Traum und so bin ich dann wieder da. So. Nun sind die Lions nach der Nacht Troy Tomlin 4-mal Meister geworden.
Und danach kam so ein bisschen der Absturz. Die letzten 4 Jahre war eine Bilanz von 15 Siegen, 33 Niederlagen, 2 Unentschieden. Wie sehr, fangen wir vielleicht mal an mit dem Lions-Herz, wie sehr schmerzt das dann so zu sehen, wie das Team so dermaßen runtergeht? Ja, das war eine schöne, ich sage, once a Lion, always a Lion. Und wir haben etwas beobachtet, wenn ich in Amerika war, wie das gelaufen hat in den letzten 4 Jahren. Das ist eine Tradition von Excellence und das schadet ein bisschen. Und so die Arbeit jetzt ist, das zurückzuholen. Das gibt eine Menge Arbeit jetzt und wir müssen vom einen Schritt nach einem anderen nehmen. Aber trotzdem, unser Ziel ist, dass die bei den Lions eine richtige Konkurrenz sein könnte und dass wir irgendwie in die Playoffs kommen könnten und dann hoffentlich darauf aufbauen. So. Wie langfristig sind die Ziele gesetzt? Weil bisher haben wir auch erlebt, nach Troy Tomlin ist kein Coach länger als 2 Jahre geblieben. Well, ja, ich meine... Und es wurden fast alle entlassen. Ja, ich meine, mein Ziel ist einfach, dass dieses Jahr was richtig zu aufbauen, eine gute Tradition. Aber klar, man muss gewinnen in dieser Sport. Und so, wenn wir gut Konkurrenz und wenn wir was aufgebaut haben, dann in den nächsten paar Jahren haben wir eine Chance, richtig eine gute Mannschaft zu haben. So, die Ziel ist jetzt einen Tag nacheinander und wollen wir sehen, wie das läuft. So. Nun ist auch Dave Likens wieder dabei. Wie wichtig war es, auch Leute wieder dabei zu haben aus der guten Lions-Zeit, sagen wir es mal so? Ich denke, das ist ganz wichtig. Ich meine, mit der Tradition, das wieder zu aufbauen, heißt, dass wir müssen etwas von die guten Zeiten zurückholen. Und Dave war bei uns in 92 vor ich und er hat geholfen, was aufzubauen mit Coach Claiborne, richtig zu zeigen, wie Football trainiert sein soll und so weiter. Und dann war er wieder da in 93 bei die Aufsteigsjahr. In diese 2 Aufsteigspiele hat er als Defensive Trainer gearbeitet und einen ganz tollen Job gemacht da. So, er ist ein Teil von unserer Tradition, keine Frage. Inwiefern hat sich Ihr Offensystem weiterentwickelt in den letzten 8 Jahren? Was können wir von den Lions für eine Offense erwarten? Inzwischen ist ja im College und in der NFL sogar Read Option, Spread und so angesagt. Was spielen die Lions? Welche Richtung geht es 2013? Ich denke, es wird etwas eigentlich wie das war gewesen in 2003, 2004 und so weiter. Wir sind eine Offense mit One to Two Back, Multiple Offense Möglichkeiten, Inside Outside Zone für die Laufspielzüge meistens und dann wie Downfield Passing und so weiter. So, wir versuchen immer flexibel zu werden und nehmen was die Verteidigung zu uns gibt. So. Viel Neues also in Braunschweig, viel Neues Altes, aber wir hatten dann auch natürlich die Gelegenheit mit dem, ja, gerade jetzt Ex-Headcoach der New Yorker Lions aus Braunschweig zu reden, mit Phil Hickey, der im November erst von seiner Entlassung erfahren hat und wollen mal die ganze Sache dann auch aus seiner Perspektive beleuchten. Wie überraschend, wie enttäuschend war der Abschied aus Braunschweig für ihn? Ja, sehr. Also bei mir war es so eine Art Black Freitag, weil es kommt erst ein bisschen später. Aber sag mal so, es war nicht 100% unerwartet. Die Saison war beschissen gelaufen, auf gut Deutsch. Es hat mir ein bisschen kalt erwischt, aber letztendlich habe ich mir festgestellt, dass Braunschweig nicht unbedingt der Ort für mich. Ich bin seit jahrelang als Spielentwickler und dieses Spiel selbst, so Spiellehrentwickler und Spielentwickler. Und Braunschweig ist was anderes. Braunschweig versucht sich seiner Mannschaft zusammenzukaufen, um Siege zu gewinnen. Das ist auch okay, das ist deren Mentalität. Ich dachte, vielleicht könnte das ändern.
Und dazu habe ich einfach zu viel vorgenommen. Der Roller ist Geschäftsführer und Trainer und alles, was ich meine, der mir mit vier Leuten ersetzt. Und daher muss ich sagen, es war, glaube ich, das Beste für mich persönlich. Zu der Zeit wusste ich gar nichts, war schon ein bisschen schockiert, als es passiert ist. Aber es war nicht so schwer, eine Mannschaft zu finden. Und meine neue Zuhause in Rostock bin ich sehr, sehr glücklich. Das ist komplett anders. Die wollen richtig was aufbauen. Die denken auch langfristig. Die Jungs sind aus Rostock hauptsächlich. Die sind auch gut. Mein Vorgänger vor mir hat die gut trainiert und gut vorbereitet, sage ich mal so. Meine Aufgabe dort ist auch ein bisschen Trainerstab auszubilden. So wurde es auch die Spieler. Und da fühle ich mich richtig zu Hause. Was erwartest du von der zweiten Liga Nord? Lübeck kommt aus der GFL runter. Die Huskies scheinen sich was vorgenommen zu haben. Die NRW-Teams weiß man nie so recht, aber das ist immer einer für eine Überraschung gut. Letztes Jahr hat Cottbus alle überrascht. Was erwartest du von der Liga, für eine Liga und was ist euer Ziel? Die Liga auf jeden Fall wäre sehr, sehr wettbewerblich. Also Hamburg Huskies hat sich richtig aufgestockt. Die werden, glaube ich, meiner Meinung nach führende Mannschaft. Troisdorf Jets werden auch, glaube ich, nach oben spielen. Javon Leonard ist der neue Trainer, der ist sehr, sehr vernünftig und gutes Trainer. Billy Field hat auch letztes Jahr das League quasi auseinandergenommen. Wir werden mal sehen. Also unser Ziel ist einfach, das nächste Spiel zu gewinnen. Wir sind immer, mein Philosophy hat sich nicht geändert. Wir werden unsere Meisterschaft spielen von Ziel her, weil sonst anders halt macht keinen Sinn. Aber wir fokussen letztendlich auf das nächste Spiel. Also wir setzen alles ein, um uns vorbereiten, um das nächste Spiel zu gewinnen. Tja, soweit also Phil Hickey mit ein paar klaren Worten auch zu der Situation und zu der Trennung in Braunschweig. Aber reden wir über die Lions in der kommenden Saison. Wir haben beim letzten Mal schon so ein bisschen spekuliert, es wird viel Neues geben. Nun hört man auch von diversen Spielern Neuzugängen, wo man sich auch prominent versucht zu verstärken. Hast du schon so ein Gefühl dafür, was bei den Lions dieses Jahr gehen könnte? Absolut gar nicht. Das ist so schwer, weil sie schon die ganzen letzten Jahre immer wieder versucht haben, so mit Namen auch zu überzeugen und sich auch Spieler aus Innsbruck geholt hatten. Und dann hat das alles nicht funktioniert. Für mich wirkt das weiterhin so ein bisschen mit der Brechstange, wie man will mal da ein bisschen Erfolg. Mir fehlt in der ganzen Geschichte einfach diese Langfristigkeit, die man bei anderen Teams erkennen kann, aber die bei Braunschweig im Augenblick komplett fehlt. Und solange die nicht vorhanden ist, tue ich mich schwer mit einer Prognose A für diese Saison und B dann langfristig, was das im Endeffekt wird. Ich weiß auch nicht, wie geduldig man in Braunschweig ist. Football ist kein Fußball, da darf man nicht Wunder erwarten von einem Jahr auf das nächste. Ich meine, es gibt ein Beispiel in der NFL, die Minnesota Vikings letztes Jahr, 2014, hat den Headcoach behalten. Dieses Jahr ist man in den Playoffs gewesen, hat den Liga-MVP gestellt. Also es geht auch mit Geduld, bloß die muss man haben und darf nicht sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht mit Glück den vierten Platz gemacht und in der ersten Runde dann im Viertelfinale ausgeschieden und das ist uns nicht gut genug. Zack, wieder neuer Headcoach. Das darf halt nicht passieren. Tja, Troy Tomlin weiß, wie es ist mit der Geduld in Braunschweig. Der wurde ein paar Mal zu oft Zweiter. Er durfte immerhin viermal Vizemeister werden. Ich glaub, wenn er jetzt dieses Jahr Vizemeister wird, dann ist das ein Riesenerfolg. Absolut. Tja, also Troy Tomlin ist der eine neue Coach, aber wir haben noch einen anderen neuen Trainer vor dem Mikrofon gehabt. Clifford Madison, der ehemalige Adler-Quarterback, der inzwischen neuer Cheftrainer bei den Düsseldorf Panthern ist, letzte Saison aber in Neuruppin gearbeitet hat. Und auch das ging schief. War eher ein spektakuläres Ende seiner Amtszeit. Wie es dazu kam, das sagt er uns jetzt. Es kam halt dazu, dass einer der Sponsoren entschieden hat, dass er die Unterstützung einstellt. Wir haben sehr gut angefangen, aber wenn dann ein Sponsor aussteigt und das dann auch noch der einzige Sponsor ist, den man hat, dann war es das mit der Saison und dem Programm. Wann wurden Sie von den Pandan kontaktiert und wie lange haben Sie überlegt, bevor Sie das Angebot aus Düsseldorf angenommen haben? Also um Ihnen die ganze Wahrheit zu erzählen, die Panther und ich, wir sind schon die letzten zwei Jahre miteinander in Kontakt gewesen. Marcel Friedrich rief mich damals an und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, irgendwann mal der Headcoach der Panther zu sein, wenn man sich bei organisatorischen Dingen einigen könnte. Ich sagte ihm, ich würde generell interessiert sein. Nachdem in Neuruppin alles zusammengebrochen war, habe ich mir überlegt, wie genau ich meine Coaching-Karriere in Zukunft gestalten möchte. Ich habe überlegt, aber meine Frau steht hinter mir und meine Freunde stehen hinter mir. Es war aber etwas, bei dem ich erst sicher war, nachdem logistisch alles abgesichert war, sodass meine Familie zufrieden war und ich zufrieden war, besonders wegen des Hin- und Herpendelns nach Düsseldorf.
Seit Sie Headcoach in Düsseldorf sind, gab es viele Schlagzeilen in Düsseldorf, vor allem Abgänge. Als erstes gab Estus Graydon bekannt, in den Niederlanden coachen zu wollen. Kurz darauf kündigten Starting Quarterback Robert Demers und Wide Receiver Niklas Römer ihren Wechsel nach Köln an. Als Sie davon erfahren haben, wie sehr hat es Ihre Planung für die Saison 2013 durcheinander gebracht? Für mich war das keine große Überraschung. Nach dem Aufstieg der Falcons war uns klar, dass unsere aus Köln stammenden Spieler über einen Wechsel nachdenken würden. Es war jetzt keine Überraschung, die mich komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ich wusste, wir brauchten schnell einen Quarterback, das war dann auch meine erste Priorität. Niklas Römer ist ein Riesentalent und wird Köln richtig nach vorne bringen. Aber wir haben ihn und Estrus durch einen amerikanischen Receiver ersetzt, Brandon Cohn, der mein Quarterback in Neuruppin war. Wir haben Justin Willis als Quarterback verpflichtet, wir haben also eine gute Basis. Dazu haben wir noch einen guten jungen deutschen Quarterback, Manuel Engemann, der ein großer Bestandteil dessen sein wird, was wir in der Offense machen werden. Klar, wir haben Spieler verloren, aber ich sage immer, man kann nichts vermissen, was man nicht gehabt hat. Das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber für uns als Team muss es weitergehen. Man verliert Spiele, aber man gewinnt auch Spiele dazu. Einige Spieler bekommen jetzt die Chance zu beweisen, dass sie sich auf dieses Level steigern können. Was ist das ausgegebene Ziel für die Saison? Unser erstes Ziel ist der Klassenhalt. Wir wissen, dass wir Spieler verloren haben. Wir wissen, dass wir hier und da vielleicht nicht so stark besetzt sein werden wie letztes Jahr. Wir gehen das Ganze Schritt für Schritt an. Ich werde hier jetzt nicht sagen, wir schaffen es in den German Bowl oder in die Playoffs. Wir gehen es Training für Training, Spiel für Spiel an. Tja, Clifford Madison mit der Zielvorgabe Klassenerhalt, Nicola. Das klingt danach, als würde man in Düsseldorf doch sehr viel kleinere Brötchen backen. Ja, muss man bei den ganzen Abgängen, wenn man jetzt um die Ecke kommen würde mit wir werden Nordmeister, dann würden die alle auslachen. Von daher kann ich total verstehen, dass er erstmal sagt, ja, unser Ziel ist der Klassenerhalt. Ich glaube, was die Footballfans in Deutschland von den Düsseldorfern erwarten, ist dann etwa auch das. Andererseits, ich meine, dann können wieder Wunder passieren. Ich weiß noch, die Blue Devils waren 2005 mit einem Team am Start, das verstärkt war mit Jungs aus Hannover aus der dritten Liga, mit Jungs aus Bremen aus der dritten Liga. Wohin sind sie gekommen? Bis in den German Bowl. Also es muss nicht heißen, weil man viel Umbruch hat, dass man gleich ganz schlecht wird. Da kommt dann auch eine ordentliche Dosis Coaching dazu. Von daher Düsseldorf 2013, absolute Wundertüte. Aber ich würde sie erstmal nicht abschreiben. Ist immer gefährlich, sowas zu tun. Ja, vor allen Dingen, weil sie ja nicht die einzigen sind, das haben wir ja schon besprochen, die einen größeren Umbruch haben und da ist... 7 neue Starting Quarterbacks dieses Jahr in der Liga. Wenn das also, da kann man eigentlich gar nichts voraussagen. Ja, und zum Beispiel auch in Düsseldorf, wo Justin Willis die Geschicke führen wird, nachdem ja, Robert Demers, der vermutlich designierte Quarterback der deutschen Nationalmannschaft, nach Köln gegangen ist, zusammen mit Niklas Römer, wie wir ja eben im Beitrag schon gehört haben. Ja, das waren jetzt die Head Coaches aus der German Football League. Wir machen weiter mit dem Nachrichtenblock hier bei GFL TV. Haben noch mal ein paar gerade Personalentscheidungen kurz und knapp zusammengefasst und präsentieren die Ihnen jetzt. Alles neu bei den Marburg Mercenaries. Nachdem der bisherige Head Coach Joe Sturdivant den Hessen für die neue Saison absagte, wurde der sportliche Bereich komplett neu geregelt. Cheftrainer ist nun Matthias Dallwig, der bisher die Jugend der Marburger coachte. Als Offensive Coordinator wurde Ex-Mercenaries-Receiver Marcel Duft verpflichtet. Der gerade zurückgetretene Quarterback Joachim Ulrich fungiert als sportlicher Leiter. Mit Luke McCann vom Ligakonkurrenten Saarland Hurricanes verpflichteten die Marburger eine hochkarätige Verstärkung auf der Receiver-Position. Im Saarland fing McCann 2012 82 Pässe für 1.353 Yards und 18 Touchdowns. Außerdem war McCann der beste Kickoff-Returner der Liga. Ebenfalls neu in Marburg, Quarterback Micah Brown. Brown hat bereits Europaerfahrung bei der Mean Machine aus Basel gesammelt und stand 2009 und 2011 im Kader der amerikanischen Nationalmannschaft. Brown gilt als vielseitiger Athlet, der auch über große läuferische Fähigkeiten verfügt. Die Berlin Adler freuen sich über die Rückkehr von Conrad Meadows. Der 25-jährige Amerikaner ist vielseitig einsetzbar als Receiver, Returner und Defensive Back. Neu dagegen ist der Quarterback der Berliner. Er heißt Kevin Romay und hat gerade erst seine College-Karriere an der Cal Lutheran University beendet.
Cedric Townsend bleibt Quarterback der Franken Knights. Der Amerikaner geht bereits in seine vierte Saison in Rothenburg. Im vergangenen Jahr erwarf er über 4000 Yards und 44 Touchdowns und sammelte darüber hinaus noch fast 1400 Laufyards in der GFL. Eine Knieverletzung machte ihm am Saisonende zu schaffen, aber nach der fälligen Operation soll Townsend rechtzeitig zur neuen Saison wieder bei 100% sein. Gleich drei Neuzugänge begrüßt Vizemeister Kiel Baltic Hurricanes an der Förde. Der neue Spielmacher der Canes heißt Matt Johnson. Der 25-jährige Amerikaner verfügt im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jeff Welch auch über starke läuferische Fähigkeiten und verbrachte nach dem Ende seiner College-Karriere einige Zeit in der Canadian Football League. Der neue Running Back der Kieler heißt Alex Allen und spielte zuletzt für die Porvoo Butchers in Finnland. Allen ersetzt Trevor Deed, den erfolgreichsten GFL-Running Back der Vorsaison, mit dem sich die Canes nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnten. Neu in Kiel ist auch Safety Cedric Fiebes. Der niederländische Safety war zuletzt Stammspieler bei den Boise State Broncos auf dem höchsten College-Niveau in den USA. Soweit also zu unserem Nachrichtenblock aus der German Football League. Ja, Nicola, das waren jetzt diverse Themen, aber ich glaube ziemlich spektakulär, weil auch sehr kurzfristig das, was bei den Marburg Mercenaries passiert ist. Wir haben gerade eben drüber geredet, Teams müssen auch Geduld mit dem Headcoach haben, aber manchmal hätten sie ja gerne Geduld und dann kommt das Leben dazwischen und auf einmal ist er weg. Ja, jetzt mussten die Marburger kurzfristig umbauen, setzen sozusagen auf die lokale Lösung. Fällt uns da schon irgendwas zu ein? So auf die Schnelle? Auf die Schnelle ist es, dass es ihnen nicht zum ersten Mal passiert. Sie mussten ja die letzten Jahre des Öfteren mit dem Headcoach spontan umplanen. Von daher ist vielleicht, wenn es ein Team in der GFL gibt, was damit Erfahrung hat, wenn man damit überhaupt Erfahrung haben kann, dann ist es Marburg. Auf der anderen Seite, Marburg haben wir letztes Jahr angesprochen, dass ein bisschen so ein Team ist, das so ein bisschen zuschaut, wie der Rest des Südens so ein bisschen an ihnen vorbeizieht. Und jetzt natürlich die komplette Vorbereitung umzuschmeißen. Wir haben Mitte Februar noch 2,5 Monate bis zur Saison. Das heißt, in 2 Monaten gibt es die ersten Vorbereitungsspiele. Das ist natürlich so ein bisschen tricky. Letztes Jahr gab es das Beispiel München, wo ja sehr spät nochmal ein Coachingwechsel stattgefunden hat. Da hat man ja gesehen, das hat ewig gebraucht, um sich zu finden, eigentlich bis zum Hinspiel der Relegation, bis es funktioniert hat. Ja. Ich wünsche den Marburg natürlich nicht, dass es so schwer ist, aber das kann natürlich ein erheblicher Einschnitt sein. Also schwierige Situation auf jeden Fall bei den Mercenaries. Dann gibt's aber neuen Quarterback bei den Schwäbisch Hall Unicorns und nicht nur sie, auch wir haben uns gewundert, dass er keinen deutschen Namen hat, Ryan Taggart. Aber was die Qualitäten angeht, man hört, er kann werfen, er kann laufen, das sind so ein bisschen die Spitzelberger Qualitäten, hat man den Eindruck. Vielleicht ein bisschen passlastiger. Vielleicht ein bisschen passlastiger, wird sich dann zeigen, was die Gierke da für ein System drumherum zaubert. Die letzten Jahre hat er es immer geschafft, seine Quarterback super in Szene zu setzen. Seit 2009 war er eigentlich gar kein Fehlgriff dabei. Von daher, wenn der Rest der Mannschaft drumherum relativ stabil bleibt und da ist man ja eigentlich auch in den letzten Jahren von Änderungen verschont geblieben gewesen, dann sollte es recht schnell wieder zum normalen, effektiven, im Süden gefürchteten Passgewitter und Laufgewitter kommen. Und ich muss auch zugeben, ich sehe im Süden im Augenblick auch nicht, dass da irgendwer Anstalten macht, diese Vormachtstellung der Unicorns anzugreifen. War ja dann ein bisschen so die Frage, nehmen wir einen, der eher laufbetont spielt, nehmen wir einen, der mehr auf seine Passqualitäten setzt. Also wenn man jetzt einen guten Mix findet, ist natürlich klar die beste Lösung, aber so ein Quarterback, der seine Qualitäten vor allen Dingen im Lauf hat bei Schwäbisch Hall, wäre das ja ein Problem, weil die Receiver, einer der stärksten Mannschaftsteile, die Stärke kann man und will man sich ja eigentlich nicht nehmen, oder? Ja, gut, ist die Frage, wie laufbetont das Ganze dann ist und werden wird. Aber klar, man hat so viele deutsche Receiver und das ist auch was die Stärke der Haller ausgemacht hat die letzten Jahre, dass der Gegner eben nicht auf irgendeinen Receiver warten konnte, eine Doppeldeckung nehmen konnte und dann sagen konnte, ja, gewinnen wir mal das Spiel, indem du auf irgendeinen der 4 anderen wirfst, weil die sagen, die Haller, ja, machen wir sofort. 5 Receiver hatten letztes Jahr über 10 Yards pro Catch im Schnitt. Das heißt, man kann sich für keinen entscheiden. Von daher, ja, es muss ein Quarterback sein, der weiß, wie man seine Receiver in Szene setzt. Und natürlich kann es nie schaden, wenn man mobil ist. Aaron Bomi, der ja auch als passlastig galt, hat er dann in den Playoffs vor 2 Jahren gezeigt, wie gefährlich das dann ist und wie sehr man eine Mannschaft zur Verzweiflung treiben kann, wenn alles gedeckt ist und dann
mit anzulaufen und sind 10 Yards. Also, das wird wieder beeindruckend. Ich nehme mal an, wenn nicht irgendwas in der Tunnel passiert, dann ist auch der Football in Schwäbisch-Hall dieses Jahr wieder was, auch für die Augen. Tja, und dann reden wir noch vom Lokalrivalen, von den Franken Knights aus Rothenburg. Und da sind wir dann auch beim Quarterback, der die Gegner zur Verzweiflung getrieben hat, Cedric Townsend, zumindest so lange, bis er sich schwer im Knie verletzt hat. Aber er ist wieder zurück, Joe Joyner ist zurück. Das sind, glaube ich, die richtigen Signale, dass die Knights ja zumindest eine solide, gute Rolle spielen werden, wie in der starken Voraufstiegssaison im vergangenen Jahr. Ja, gute Nachrichten, aber auch offene Fragen. Also bei den Franken Knights. Kommen wir zu den Munich Cowboys. Wir waren nämlich in München bei der Super Bowl Party der Munich Cowboys mit den Sofa-Quarterbacks von Sportradio 360 und haben da im Vorprogramm einen kleinen Auftritt gehabt, haben aber dann natürlich die Gelegenheit genutzt, ein paar Cowboys vors Mikrofon zu zerren. Zum Beispiel Head Coach James Craig. Und von dem wollten wir zuallererst mal wissen, was ihm eigentlich die Hoffnung gibt, dass es nach der verkorksten letzten Saison dieses Jahr besser wird. Es war schon mal sehr erfreulich zu sehen, dass wir im Laufe der vergangenen Saison unseren Kader vergrößern konnten. Ich denke, viele Spieler glauben an das, was wir tun. Wir schaffen jetzt ein Fundament für die Zukunft. And they see that we're building for a future and establishing that foundation. Wir reden also von einem langfristigen Projekt. Sie haben sich entschlossen, weiter auf ihren Quarterback Patrick Carey zu setzen. Was sprach für ihn? Es hat einfach sportlich und persönlich gepasst. Er ist ein toller Teamspieler, der mit allen gut klarkommt. Er macht die Spieler um ihn herum besser. Klar, er hatte auch schwierige Momente, aber das ging allen so. Wenn wir uns auf der einen oder anderen Position verstärken, dann wird er und das ganze Team insgesamt davon profitieren. Wir hatten letzte Saison den Eindruck, dass ihrem Team im Angriff die Schnelligkeit fehlte. Sie mussten viele kurze Pässe in eng gedeckte Räume werfen. Suchen Sie in diesem Bereich nach Verstärkung? Ja und nein. Schnelligkeit kann man nur sehr schwer trainieren. Ich denke, uns hat letzte Saison ein Tight End gefehlt. Das war ein fundamentales Problem. In dem Bereich haben wir uns sehr bemüht, denn ein Tight End hilft dem Lauf und dem Passspiel. Welche andere Position wollen Sie verstärken? Naja, man kann nie genug Offensive Linemen haben. Tight End habe ich ja schon gesagt, Receiver ein bisschen und die Secondary. Ich war sehr zufrieden mit der Front 7 in unserer Defense. Und wenn unsere Secondary noch ein bisschen besser wird, dann hilft uns das. So we need to upgrade our secondary just a little bit. I think we'll be okay. Sie haben von Ihrem langfristigen Projekt geredet. Wie viel besser können Ihre Stammspieler in der nächsten Saison sein? Wir haben hart daran gearbeitet, Go-To-Guys zu kreieren. Ein Go-To-Guy ist jemand, der seine Mitspieler besser macht. Klassisches Beispiel: Michael Jordan machte Scottie Pippen und alle anderen besser. Wichtig ist, dass unsere Top-Spieler und Neuzugänge verstehen, dass es nicht so sehr um sie selbst geht, sondern darum, die eigenen Mitspieler zu verbessern. Wie sieht Ihr Trainingsprogramm in der Winterpause aus? Woran arbeiten Sie? Wir hatten letzte Woche ungewöhnlich viele Schulterverletzungen. Das war eigentlich nicht normal. Wir haben nicht so viel Zeit draußen auf dem Platz verbracht, sondern uns darauf konzentriert, Kraft zu trainieren. Das war ein Schlüsselthema für uns. Ich weiß, es ist noch früh, aber was halten Sie für ein realistisches Ziel für die nächste Saison? Sie kennen mich, ich werde jetzt keine großen Versprechungen machen, aber ja, wir wollen natürlich irgendwann Titel holen. In diese Richtung werden wir immer arbeiten, das ist das Ziel am Ende. Aber es muss noch nicht diese Saison sein.
Da lege ich mich nicht fest. Ich habe mal mit einer Mannschaft gearbeitet, mit der hätten wir beinahe etwas Dummes getan und überraschend die Meisterschaft in unserer ersten Saison geholt. Sie wehren sich also nicht, wenn es passiert. Es geht immer nur um das nächste Spiel, aber wichtig für uns ist es, gesund zu bleiben. Davon wird unser Erfolg abhängen. Wir sind hier mit Patrick Carey, dem Quarterback, dem alten und neuen Quarterback der Munich Cowboys. Patrick, Sie haben sich entschlossen, nach München zurückzukehren. Was waren Ihre Gründe? Ich war stolz darauf, dass wir letzte Saison positiv zu Ende gebracht haben. Diese zwei Siege am Schluss haben uns einen enormen Energieschub gegeben. Mit ein paar neuen Leuten können wir einen großen Schritt nach vorne machen. Trotzdem war die letzte Saison für die Cowboys eine Enttäuschung. Können Sie uns sagen, was da genau schief lief? Da gab es natürlich viele Dinge, aber vor allem waren wir ein junges, unerfahrenes Team. Um in der GFL zu bestehen, braucht man Erfahrung und man muss eine Einheit sein. Angriff und Verteidigung müssen sich gegenseitig unterstützen. In der Beziehung können wir diese Saison viel besser sein als letzte Saison. Woran arbeiten Sie gerade, um diese Verbesserung umzusetzen? Wir brauchen dringend mehr Schnelligkeit im Team und wir müssen athletischer werden. Wenn wir mehr Tempo auf den Platz bringen, dann können wir im Süden oben mitspielen. And I think that this year we're going to really improve our total team speed, and that's going to hopefully jump us up to the top of the South. That's our goal. So we'll see what happens. Letzte Saison wären Sie fast abgestiegen. Der nächste Schritt wäre, die Playoffs zu erreichen. Ist das ein realistisches Ziel? Ja, unter den besten Vieren im Süden zu landen, ist auf jeden Fall ein Ziel. Wenn wir das schaffen, dann sieht es gut aus für die Cowboys 2013. Haben Sie sich persönliche Ziele gesetzt? Na, ich war ganz zufrieden damit, wie ich letzte Saison gespielt habe. Aber ich will mich natürlich weiter verbessern und wirklich immer 100% geben und so auf die gute letzte Saison aufbauen. 100% effort into this season and hopefully build upon what I started last year. Bei uns ist jetzt Fabian Gärtner, Running Back der Munich Cowboys. Zunächst mal Glückwunsch, Fabian, nominiert als einer der besten deutschen Spieler. Dankeschön. Der vergangenen Saison vom AVD. Das ist eine große Ehre, oder? Auf jeden Fall. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich hatte eine gute Saison, aber aufgrund auch der O-Line. Und also eigentlich nur, der Running Back läuft ja nur. Und auch schon das mit dem Working Pool in der Nationalmannschaft, da habe ich mich riesig gefreut auf jeden Fall. Man will es wirklich in Angriff nehmen. Und jetzt dann noch die Nominierung in der Kategorie mit den ganzen anderen Spielern, Rauch von Schwäbisch Hall, super Ehre auf jeden Fall. Für ein hartes Pflaster mit Björn Werner auf jeden Fall. Und ein bisschen unverständlich, aber okay. Ja, nee. Aber auf der anderen Seite, es war ja letzte Saison für die Munich Cowboys eigentlich kein besonders gutes Jahr, aber für dich persönlich war es der Durchbruch. Woran hat das gelegen, dass das bei dir so gut geklappt hat? Also ich war am Anfang der Saison immer wieder hinter Dominic Candolo und früher Trainer von mir, Sascha Alaga, den ich immer noch sehr schätze, hat zu mir immer gesagt, ich muss versuchen, aus dem Schatten zu springen von den anderen Spielern. Und ich hatte dann dieses Jahr die Möglichkeit, aus dem Schatten zu springen, und das war das erste Heimspiel gegen Wiesbaden, wobei das Spiel gar nicht so erfolgreich war für mich jetzt, aber dann in Saarland ging es dann los und ich verstehe mich gut mit meiner O-Line, die blocken gern für mich, ich sorge auch dafür, dass sie gern für mich blocken, bedanke mich auch gut und ja, und dann lief es einfach und Coach Blake, Offense-Coordinator, tipptopp, hat uns also wirklich immer darauf eingestellt. Hat sich einfach die Spieler angeschaut, die Liner, und einfach geguckt, was für Runs gut gehen, und es hat super funktioniert. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem Passen und da war das für mich eben noch umso besser, ein größerer Vorteil auf jeden Fall. Ja. Also persönlicher Erfolg war letztes Jahr da, der Mannschaftserfolg hat dann doch ein bisschen gefehlt. Ja. Was gibt dir denn den Optimismus, dass es dieses Jahr besser wird? Also schlechter kann es nicht werden.
sage ich jetzt einfach mal so. Und es ist ja jedes Jahr GFL, es gibt immer zwei Favoriten, aber die Karten werden ja irgendwie neu gemischt. Ja. Und wir haben auch recht ein gutes, hartes Programm im Winter jetzt gemacht und gestartet und es läuft. Und ich bin super optimistisch, dass wir in die Playoffs kommen dieses Jahr. Wie weit wir kommen, das lasse ich offen. Aber Playoffs sollten drin sein und wir haben wirklich riesen Zuwachs bekommen, auch vom Umland. Und was mich wirklich sehr freut, auf jeden Fall. Und hartes Training und tolle Trainer. Und es ist schön, dass alle geblieben sind, trotz dieser schlechten Saison. Wir haben kaum Abgänge, eigentlich gar keine. Und das ist das Tolle, nur Zuwachs eben. Von dem her gehe ich davon aus, es wird eine gute Saison. Coach spricht davon, dass er ein Programm aufbaut, das hier langfristig etabliert werden soll. Was sind denn jetzt so die Sachen, an denen ihr in dieser Offseason gearbeitet habt? Ganz viel an der Athletik von den Spielern. Also auf jeden Fall also Geschwindigkeit, Athletik, gerade bei den jungen Spielern, also die aus der Jugend hochkommen. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr eigentlich kaum Spieler, die hochgekommen sind, weil sie sich alle verletzt haben in der Jugend, im Jugendbereich. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig halt. Das erstens dann auch Spielverständnis halt. Ja. Also wir hatten noch wirklich ganz viele Big Plays zugelassen, wo man eigentlich als Football-Fan den Kopf schüttelt, wie kann das passieren? Sei es irgendwie beim Punt den Ball berührt und der Gegner hebt ihn auf und läuft einen Touchdown. Auch da ganz viel und halt einfach, wir haben jetzt eine Trainingseinheit mehr. Allein speziell, wir haben ein Training nur für die Athletik mit einem Leichtathletikverein und auf jeden Fall. Also das sind wirklich große Ziele, große Schritte, die wir machen und es kann eigentlich nur was Positives draus werden. Wenn nicht, verstehe ich es nicht. Ganz ehrlich, aber muss auf jeden Fall. Okay, vielen Dank. Tja, Nicola, das klingt so, als ob die Cowboys viel Grundlagenarbeit machen. Sie sind auch optimistisch. Sind sie aus deiner Sicht zu Recht optimistisch? Ja, muss man differenziert sehen. Grundlagenarbeit, klar, das ist das, was letztes Jahr gefehlt hat, weil James Craig so spät kam. Gut, das ist eine. Auf der anderen Seite war James Craig letztes Jahr jemand, der auch immer die Ruhe bewahrt hat. Wenn wir uns vor dem Spiel mit ihm unterhalten haben, war es immer eigentlich eine realistische Einschätzung. Da kamen jetzt keine Wunderprognosen gegen Phil Bischall. Wir haben andere Headcoaches gehabt letztes Jahr, die man dann vor dem Spiel anspricht. Die anderen sagen, ja, Schwäbischall macht 50 Punkte pro Spiel, die haben noch nicht gegen uns gespielt. Und dann in der Halbzeit sind es dann 48 für Schwäbischall. Dann denkt man nochmal drüber nach über diesen Einsatz. So was gab es von James Craig letztes Jahr nicht. Der hat nüchtern die ganze Saison betrachtet, hat irgendwann Mitte der Saison das Endspiel in Wiesbaden so quasi als Ziel ausgegeben und sich dann mit der Relegation abgefunden. Und wenn er kontinuierlich so weitermacht, dann glaube ich auch, dass es was werden kann. Das Problem im Süden ist halt, wir haben keine Ahnung, was sonst so passiert ist. Das heißt, ja. Verbessern können sich ja nur im Verhältnis zu den anderen. Das heißt, solange wir nicht so wirklich wissen, was bei den anderen passiert, ist schwer zu sagen, was bei München los sein wird. Aber wenn man das Hinspiel der Relegation mal als Indiz nimmt, wo dann freistehende Receiver endlich den Ball auch mal gefangen haben und nicht fallen gelassen haben, dann ist es schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also wir werden das sehr gespannt verfolgen. Und zwar ab dem 4. Mai, denn der Spielplan, der mittlerweile veröffentlicht ist, ist unser letztes Thema hier in dieser Sendung. Also 4. Mai, der erste Spieltag der German Football League. Nicola, was sind denn aus deiner Sicht so die Highlights, sagen wir mal, in den ersten 3-4 Wochen? In den ersten 3-4 Wochen wird man sich mit den Berliner Adlern beschäftigen müssen. Sie fangen an mit einem Heimspiel im Derby. Das ist der Gegensatz zum letzten Jahr. Letztes Jahr ging es los mit einem Auswärtsspiel im Derby und dann direkt nicht erstmal warm spielen, sondern zweimal am Stück Kiel. Und diese 3 Wochen, die werden es richtig in sich haben, die können schon richtungsweisend sein für den Norden. Im Süden legt der deutsche Meister Schwäbischall los bei den Franken Knights. Ist vielleicht nicht so ganz spektakulär. Lokalderby aber. Ja. Lokalderby auch, ja. Aber trotzdem, ich erwarte jetzt nicht so viele Wunder von den Franken Knights, dass da jetzt sowas passieren könnte, wie jetzt in Stuttgart beim Eröffnungsspiel der Haller. Zumal die Haller sich auch wieder über die europäischen Wettbewerbe ein bisschen warm spielen können. Von daher der Fokus ganz klar im Norden und da ganz klar auf die Berlin Adler. Nach 3 Spielen werden wir wahrscheinlich schon wissen, wie die Kräfteverhältnisse sind und das macht es auch schön. Tja, und dann ist natürlich noch die Frage, wo und wie kann man das verfolgen? Natürlich in den Sendungen von GFL TV unter der Woche. Und für alle, die live dabei sein wollen, ist natürlich GFL Radio wie gemacht. Wie sind denn da so die ersten Planungen? Also ich denke ja schon, dass wir das Berlin-Derby als erstes mit reinnehmen. War letztes Jahr 2 spannende Spiele, 2 dramatische Spiele, die bis zum Schluss spannend waren. Und das sollte dieses Jahr genauso sein. Also es deutet alles darauf hin. Von daher Spiel der Woche bei GFL TV und erstes Spiel. Große Tendenz im Augenblick. Berlin Adler gegen Berlin Rebels, es sei denn, es gibt nochmal Verschiebungen. Aber im Augenblick Berlin-Derby ganz, ganz oben auf der Liste.
Okay, wir freuen uns drauf, Sie hoffentlich auch. Bevor die Saison losgeht, kann es aber gut sein, dass wir uns nochmal melden mit einer dritten Off-Season-Ausgabe von GFL TV, dann mit den letzten und aktuellsten News. Da sind wir dann vielleicht noch ein bisschen schlauer. Bitte, als heute. Bitte, liebe Vereine aus dem Süden, gebt uns Informationen. Ja, Nicola, aber vielen Dank erstmal soweit. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald. Tschüss.